Hallo. Sommerwerft, hä? Ich habe mir vorgestellt, wie geil findet man wohl das Wetter, wenn man Regenschirme verkauft? Denkt mal drüber nach. Und dann habe ich drüber nachgedacht, wie geil das wäre, wenn uns die Meinungen von anderen nicht so wichtig wären. Ich habe einen Text drüber geschrieben, der heißt Fett for Fun. Ich stehe an der Bushaltestelle und warte. Es ist Sommer. Es ist heiß. Ich will ins Freibad. Neben mir steht eine Omi. Eine perfekte braungebrannte Frau in einem Bikini räkelt sich mir gegenüber sexy lächelnd auf einer Plakatwand. Die Omi liest in einer Zeitschrift, auf deren Titelseite ein durchtrainiertes Paar fröhlich durch den Wald joggt. Der Bus auf der anderen Straßenseite trägt das Bild eines perfekten jungen Mannes. Ich, rote Badehose, 9 Kilo zu viel, dank Schokolade. Er, knallroter Badeslip, 3 Kilo zu wenig, dank Photoshop. Es reicht, denke ich. Ich habe genug von entwässerten, Photoshop-verbesserten, superfitten, ultraschicken, minimal betörenden, mega verstörenden, mega mager Models. Ich will einmal an einem Kiosk vorbeigehen, ohne vorwurfsvoll von jeder zweiten Zeitschriftentitelseite angegrinst zu werden. Men's Health, Sportaktiv, Muscle Fitness, Shape, Flex, Active Woman, Muscle Man, Inside Fitness, Be Perfect, Schlank und Fit, Runner's World, Fit for Fun, Hardcore Apps, Men's Fitness, Woman's Health, der Bodybuilder, Brigitte. Ja. Brigitte, weil sie jeden Monat 12 neue Diäten präsentiert. Es ist völlig unabhängig vom Geschlecht irgendwann Mode geworden, mit seinem Körper nicht zufrieden zu sein. Im Fitnessstudio gibt es Kurse wie Yogatis, Yoga und Pilates, Piloxing, Pilates und Boxing, Hip-Hop, Meditation oder Bauchbeine, Kung-Fu. Aber langfristig ist das auch keine Lösung. Der Ausweis von meinem Fitnessstudio erfüllt in meinem Portemonnaie dieselbe Funktion wie meine Mickey-Maus-Clubkarte. Sieht geil aus, nutze ich nicht. Ich möchte mich einmal mit Freunden zum gemeinsamen Kochen verabreden und alles, worum wir uns kümmern, sind Fleisch, kein Fleisch oder vegan. Aber nein! Sina macht gerade die Apfelessig-Diät, Celine isst nichts nach 18 Uhr, Eileen schon, aber keine Kohlenhydrate, Felix gerade nur noch Kartoffeln, Samuel ist auf dem Paleo-Trip, Susanne schwört auf Rohkost. Geil! Abendessen am Samstag, 17 Uhr, es gibt rohes Fleisch, Kartoffeln, ungekochtes Gemüse, dazu ein Gläschen Apfelessig, macht ja richtig Spaß! Es ist völlig verrückt. In Amerika habe ich mal Werbung für die Keksdiät gesehen. Da habe ich auch was. Die Zeitungsdiät. Funktioniert garantiert. Jeden Tag eine vollständige Tageszeitung essen. Sonst nix. Das ist auch noch ein politisches Statement. Okay, es ist auch eine Mangelernährung. Wenn man das so lange macht, wird man sterben. Aber vorher ist man dünn. Und darum geht's doch. Schlank in den Frühling, schlank in den Sommer, schlank an den Strand, schlank ins Schwimmbad, schlank am Arsch. Ihr habt Hunger, esst alles, was euch glücklich macht. Nutella aus dem Glas, Eiscreme aus der Packung, Keksteig, Pudding, Fastfood, tafelweise Schokolade, Obstkuchen, vegane Oreo-Torte, Eier mit Speck, Eier ohne Speck, alles ohne Speck und Eier, Obst. Esst zu jeder Tageszeit, morgens, mittags, abends, wann immer ihr halt hungrig seid. Die Kalorien sind nicht das Problem, sondern das Selbstvertrauen. Ihr seid toll, ihr alle. Glaubt mir, warum sollte ich denn lügen? Vielleicht ist jemand dünner, schlauer, glücklich, dümmer, älter, weiser, reifer, jünger, völlig egal. Es gibt Menschen, die haben tolle Augen, tolle Füße, tolle Ohren, tolle Haare, tolle Hände, tolle Haut, tolle Finger, tolle alles. Trotzdem bist du du. Da kannst du rennen wie der Wind, von dir selbst kommst du nicht weg. Statt dieser ständigen Diäten brauchen wir Wege zum Selbstvertrauen. Hab dich lieb im Schlaf. Finde dich toll oder in 10 Tagen zum perfekten Selbstbewusstsein. Feiert euch doch mal, ihr lebt, ihr seht gut aus, macht euch nicht für den Missstand selbst verantwortlich. Wenn ich eine Hose anprobiere und ich bekomme sie nicht zu, dann hat die Hose die falsche Größe, nicht ich. Wenn ich einen Anruf bekomme und jemand hat sich verwählt, dann lege ich auf. Dann sage ich nicht, wen wollten Sie denn haben? Vielleicht kann ich ja so werden. Ich bin, wer ich bin und ihr seid, wer ihr seid. Das ist gut so. Wir haben alle verschiedene Stärken und Schwächen. Steine können nicht fliegen. Aus Vögeln kann man keine Häuser bauen. Okay, man könnte aus Vögeln Häuser bauen, aber das ist sehr gruselig, nicht sehr sicher und ganz schön unappetitlich. Hashtag Vogelhaus. Apropos Appetit, vergesst Cola Light, ich will Cola Heavy, XXXL statt Size Zero, Jogginghosen statt Skinny Jeans, normale Menschen in Modezeitschriften. Was hilft es mir denn, in der Werbung zu sehen, wie eine Hose an einem krass attraktiven Mann aussieht? Ja, ich werde sie ihm nicht kaufen. Und falls ihr ein paar von zulegt, was ist schlechter dran, wenn Gutes mehr wird? Esst auch Süßigkeiten. Süß ist gut, Hundewelpen sind süß, nicht gesund. Ich bestehe auf bombastisch bunten Burgerbuden statt furchtbar faden Fitness-Folterkammern. Essen macht Spaß, Essen ist gesellig, Essen ist Genuss. Ich werde sehr viel lieber zum Essen eingeladen als zum Sport.
Das Leben ist wie Musik, man muss es fühlen und nicht an irgendwelchen Normen optimieren. Sei nicht wie alle, sei die beste Version deines Selbst. Meine Idole sind Bud Spencer, Homer Simpson, Baloo der Bär und Buddha, dick und glücklich. Ich habe mir ein neues Kissen gekauft, das ist richtig schön hart und dünn. Sagt niemand! Oder, ach, endlich bin ich genau, wie alle mich haben wollen. Mann, oh Mann, fühlt sich das gut an. Habe ich noch nie gehört. Wir sind noch keine Knetklumpen. Wenn ich jedes Mal, wenn ein bildschöner, meinen Augen perfekter Mensch zu mir sagt, der müsste abnehmen, auch nur einen Cent bekommen würde, hätte ich jetzt bestimmt schon 90.000 Cent. Das sind 180.000 Pfennig. Seid zufrieden mit euch. Das ist nicht leicht, aber wir sind alle schwer in Ordnung. Ich stehe immer noch an der Bushaltestelle. Der Bus kommt nicht. Die Omi sieht meinen Gesichtsausdruck und reicht meinen Bonbon. Ja. Omis wissen Bescheid. Die kochen und füttern und finden alle zu dünn. Wenn Omis Photoshop benutzen würden, dann um den Models Fleisch auf die Rippen zu zaubern. Omis tragen bequeme Klamotten und sind gut zu kuscheln. Omis sind alt und weise und toll. Omis essen 3 bis 5 Mal am Tag und das ist gut so. Wenn ihr also mal wieder unzufrieden seid mit euch, dann denkt an eure Omi und alles wird gut. Vielen Dank. Vielleicht ist jemand dünner, schlauer, glücklich, dümmer, älter, weiser, reifer, jünger, völlig egal. Es gibt Menschen, die haben tolle Augen, tolle Füße, tolle Ohren, tolle Haare, tolle Hände, tolle Haut, tolle Finger, tolle alles. Trotzdem bist du. Da kannst du rennen wie...